Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn jetzt geht die Action richtig los hier auf Korriban. Ich starte gleich mal hier, ne? Wir sind ja in der Sith Akademie. Und wir wollten ja rausgehen ins Tal der Sith und da habe ich ja gleich gesagt, oder letztes Mal gesagt, da gibt es wesentlich mehr Action als hier. Hier gab es ja praktisch gar keine. Oh, hier, ne? Da ein bisschen Action ist da schon, da hinten. Aber da draußen geht es dann richtig los im Tal der dunklen Lords. So, ne, hier alles sehr verwüstet hier, sehr wüstlich. In dieser wüstlichen Gegend, Machtaura. Hier, genau, das wollen wir. Und dann würde ich sagen, wir speeden mal ein bisschen. So ein bisschen auf Speed, kann auch hier nicht schaden, wisst ihr schon. Oh mein Gott, da sind Shyrax. Nein! Es sind tatsächlich Gegner. Aber auch hier ist unsere Macht wieder viel zu stark. Wir können die Gegner wieder ganz leicht betäuben. Oder einfach nur mit normalen Attacken ne, aus den Schuhen hauen. Nichts wirklich Starkes hier für uns. Auch der da hat keine Chance. Und das Tolle ist, wenn die betäubt sind, dann haut die gute Mission ja richtig, richtig rein. Wenn man hier unten langläuft, ne, kann ich euch gerade mal zeigen, da ist das Tal, ne, der dunklen Lords hier unten. Und es ist so, dass hier praktisch links und rechts, ne, also hier links sind zwei Eingänge und rechts sind zwei Eingänge. Da sind die Grabmäler. Ne, wenn man also links und rechts die in den entsprechenden Grabmälern entsprechende Artefakte rausholt, dann bekommt man Prestige. Ich glaube, man muss bloß aus drei Dingern irgendwie Artefakte rausholen, dann hat man genug Prestige. Oder man macht eben die Teile drin, dann kriegt man auch genug Prestige. Aber wir machen alles. Also wir haben drin die Quests gemacht, soweit wie möglich, und ohne dunkle Seitepunkte zu bekommen. Und wir machen hier auch alle Grabmäler. Das kann ich euch schon mal sagen. Bevor wir aber dahin laufen, gehen wir hier rein in die Shyrax-Höhle, denn wir haben ja erfahren vom Computer, dass sich hier die entflohenen, die weggelaufenen Sith-Studenten befinden. So, wir speichern nochmal kurz zwischen und gehen mal da rein. Wir wissen ja jetzt, was uns erwartet. Sieht ein bisschen aus wie die Höhle der Kinrath. Da begrüßen sie doch schon gleich ein toter Sith. Hallo, toter Sith. Der sieht ein bisschen angefressen aus. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich hier sterben würde. Wäre ich auch ziemlich angefressen. So, dann gucken wir doch mal. Klingt nicht sehr einladend. Ne? Da vorne ist der so ein Shyrax-Wurm. Worm. Zack. Ein bisschen Speed. Und dann laufen wir mal da rein und pushen die einfach mal ein bisschen weg. Oh, wir weichen erst mal aus. Und dann pushen wir die weg. Ne? Man kann hier einfach so auf die billigste Art, wie wir das auch mit den ganzen Wachen gemacht haben, ne? Darum ist das Spell einfach so mächtig. Wir können hier wirklich einen nach dem anderen gegen die Wand kloppen und die sterben einfach. So, habe ich aber nicht vor, einfach weil mir mit Lichtschwertkämpfen besser gefällt. Sieht ein bisschen spannender aus, ein bisschen schicker. So, ich muss nochmal hier, dass die ein bisschen Platz machen. Und wir laufen weiter den Gang entlang. Zwischendurch mal noch ein bisschen speeden. Da sind noch ein paar Shyrax. Wir laufen aber erstmal hier rum. Da ist eine normale Splittermine. Da schicken wir doch mal die gute... wo ist sie denn? Hier, komm mal, mach mal so, da lang. War das hier? War das da? Wo laufe ich eigentlich lang? Ich wollte, genau, hier wollte ich lang. Und zwar dann, von hinten sind wir ja gekommen, bevor wir zu den Shyrax gehen, laufen wir erstmal hier rum. Und dann würde ich sagen, wir entschärfen einfach mal diese Mine. Also nicht entschärfen, wir entfernen die sogar. So, kann man immer gut verkaufen, man weiß nie, wofür man das alles braucht. Und dann würde ich sagen, speichern wir noch mal kurz zwischen und laufen dann zu diesen Sith-Rebellen, na, so ein Zufall. Stopp! Wer auch immer ihr seid, wir werden nicht in die Akademie zurückkehren. Wir eliminieren euch, bevor wir zurückkehren. Finde ich ja vom Grundsatz her schon mal ein sehr guter Vorsatz. Ich bin aber nicht hier, um euch zurückzubringen. Was wollt ihr also? Wenn ihr nicht hier seid, um uns zu erledigen oder zurückzubringen, warum seid ihr dann hier? Sprecht! Ganz einfach. Ihr gehört zu den rebellischen Studenten, ne? Die Studenten, die davongelaufen sind. Ihr habt also von uns gehört. Ja, wir flohen, bevor uns Master Uther hinrichten konnte. Ist das so schwer zu glauben? Ich heiße Talia May. Die anderen Lee und ich, wir haben uns geweigert, eine Menge unschuldiger Leute einfach so auszulöschen, weil es Master Uther gerade in den Sinn gekommen ist. Und deswegen sind wir hier. Wir dachten, dass es alles wäre, was wir uns je erträumt hatten, uns den Sith anzuschließen. Offensichtlich lagen wir falsch. Jetzt möchten wir nur noch hier heraus. Alles klar? Sag mal, Talia, gehört dir zufällig ein Buchladen? Gut, vielleicht kann ich euch helfen. Uns helfen? Warum sollte ich glauben, dass das nicht irgendein übler Trick ist? Ganz einfach, gebt mir doch eine Chance. Ich werde es euch beweisen.
Ihr wollt uns helfen? In Ordnung, ich wüsste da einen Weg. Wie ihr euch denken könnt, sitzen wir hier in diesen Höhlen fest. Andernfalls wären wir ja schon längst abgehauen. Von den Höhlen hier führt ein Weg an die Oberfläche, doch wird er durch eine große Bestie versperrt. Wir können sie nicht besiegen. Wenn ihr sie erledigen und den Weg für uns freimachen könnt, könnten wir entkommen. Das wäre all die Hilfe, die wir benötigen. Könnt ihr das tun? Natürlich können wir das. Ich glaube erst daran, wenn ich es sehe. Aber wenn ihr es schafft, wären wir dankbar. Mehr als eure Dankbarkeit will ich doch gar nicht. Oh, wieso habe ich denn hier? So, jetzt geht es wieder. Gucken wir doch mal in die Leiche rein. Da ist schon mal jemand gestorben mit einem Reaktionsimplantat. Und dann gehen wir mal weiter. Hier ist noch mal eine Blitzmine. Sehr schön. Die können wir gleich wieder einsammeln. Den Rest der Leichen, die alles Sith-Leichen, können wir auch nicht looten oder so. Was? So, wir wollen Mission haben und entschärfen noch diese Mine. Oder entfernen diese Mine. Entfernen heißt ja mitnehmen. Entschärfen heißt ja bloß kaputt machen. So, ne, hier ist nichts weiter. Wir laufen mal hier den Gang entlang. Aber vorher noch mal ein bisschen speeden. Da ist noch mal eine Mine. Und die kann Mission auch entschärfen. Die ist normal. Das macht Mission locker. Vor allem, weil sie ihr Interface hat, ne? Wisst ihr schon? Damit könnte sie, denke ich, auch schon schwerere Minen entschärfen. So, da hinten ist das Wesen. Der Grund, warum die Leute nicht raus können. Da gehen wir gleich hin. Vorher räumen wir hier noch ein bisschen auf. Nämlich laufen wir mal darüber. Ich würde sagen, wir laufen mal hier den Weg zurück. So, es sind im Prinzip drei Wege, die man hier laufen kann. Ich laufe einmal zurück und dann nochmal hin. Ich habe da schon so meinen Plan. Komm hier, da bis Lichtschwert-Action in sein Gesicht. Zack, 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 der ist tot. Und da sind noch ein paar mehr von diesen Viechern. Toter Sith, gucken wir uns gleich mal an den Sith. Hier, ne, mach mal. Achso, wir können im Kampfmodus nicht. Ah doch, jetzt geht das doch. Hier, ne, Kryobahn-Granaten und so weiter. Und ein paar Credits. Credits können wir immer gut gebrauchen. Da sage ich niemals nein. Ihr seht, die machen noch kaum Schaden. Wir sind einfach schon viel zu stark. Weil wir alles richtig gemacht haben. Daran liegt es nämlich. Wie gesagt, wenn man weiß, was man tut, ist hier wirklich alles möglich. So, ne, das habe ich einfach mal der Schnelligkeit halber gemacht. Weil die so schneller sterben. Gucken wir gerade nochmal im toten Sith, ob ich da irgendwas übersehen habe vielleicht. Weil wir im Kampfmodus waren. Nein, nichts übersehen. Laufen wir weiter. Immer schön schnell sein. So. Also dadurch, dass wir mittlerweile relativ gut tanken können, können wir auch locker, oder auch alle Gegner betäuben können, können wir auch locker einen Charakter wie Mission mitnehmen. Und was haben wir denn hier? Shyrax, so ein Zufall. Und zwar nicht wenig davon. Aber komm, wir messen uns mal hier ein bisschen durch. So, Level Up ist auch sehr schön. Ich mach nochmal hier ein bisschen Speed für uns alle. Also nicht Speed, sondern hier, komm, mach mal hier ein bisschen Schub. So, Schub wollte ich machen. Gib Schub! So. Und den hauen wir auch noch weg. Sehr schön. 150 Erfahrungspunkte. Daran liegt ein angenagter Körper. Und da drin ist eine Plasmagranate und ein botanischer Druiden-Disruptor. So, mehr gibt es hier nicht zu finden. Ich glaube, die anderen sind schon am Kämpfen. Ne, sind sie noch nicht. Aber gleich werden sie wieder kämpfen. Da ist nämlich so ein Tukata. Ne, das ist ein Tukata. Was die, wie heißt es nochmal schnell, Lasho erwähnt hat, ne, diese Tukata. Und sie möchte eine Tukata-Mama besiegen. So, eine Tukata-Mama ist auch kein Problem für uns, ne? Ihr seht, was wir mit den Tukatas machen. Wie viel stärker kann die Mama schon sein? So, hier, komm, mach mal ein bisschen Wind. Ein bisschen heiße Luft an alle. Die sind in den meisten Fällen dagegen immun, darum brechen wir mal ab. Und hauen einfach normal drauf. Also sie sind immun gegen die meisten Machtangriffe. Ich wollte einfach nur mal demonstrieren. So, immer schön mit Unruhe obendrauf. Die haben auch Regeneration, ne? Ihr seht, manchmal poppt da so eine grüne 1 auf, so eine grüne gelbe Zahl. Das bedeutet einfach, dass die Gegner ein Leben regenerieren, alle paar Sekunden oder so. So. Ich will natürlich alle Gegner mitnehmen, alles wegräumen. Ihr wisst ja, wir brauchen die Erfahrungspunkte, wir wollen die unbedingt haben. Hier ist nochmal so ein kleiner. Ich glaube, da hinten gibt es auch nichts zu holen für uns hier vorne. So, komm hier, mach mal ein bisschen halblang. Oh, der ist schon tot. Machen wir den auch mal. Ich mache nach dem Kampf mein Level Up, denn wir kriegen ja dadurch Lebenspunkte aufgeladen komplett und Mana komplett aufgeladen. Das ist der Grund. So. Ne, und der gute HK-47 demonstriert hier, dass er nur ein einfacher Druide ist. Nichts, worüber sich die Sith Sorgen machen müssen. Könnte noch ein bisschen Speed aktivieren zwischendurch, aber ist auch egal. Den haben wir weggepustet. Ich glaube, hier kommt auch nichts mehr an Gegnern großartig. Gucken wir gerade nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben.
Nope, sieht nicht danach aus. Das heißt, wir können jetzt, ne, wir haben laut Karte alles aufgedeckt. Hier gehen wir gleich nochmal hin. Erst machen wir den Weg hier frei. Wir machen den Weg frei und dann laufen wir nochmal zurück zu den Leuten und sagen denen, dass der Weg frei ist. Vorher speichern wir nochmal ein bisschen und wir machen unser Level ab. Zack, Levelaufstieg, Fähigkeiten, ne, hier wieder auf Heilen, ganz wichtig, auf Überreden, ganz wichtig und nochmal ein bisschen auf Reparieren. So. Und dann würde ich sagen, auf, wir können auch ein bisschen auf Computer-Skills gehen. Komm, wir machen die auf Reparieren und dann auf Okay. Also Computer-Skills brauchen wir nicht mehr unbedingt, ne? Da sind wir mit 10 ganz gut dabei. Notfalls ziehen wir einfach ein Interface an, dass es noch Bonusfähigkeiten gibt. Oder Handschuhe oder sowas. Gibt's ja auch alles noch. Und dann machen wir das hier, Machtschild. Das will ich noch maximieren, dass wir volle Rüstung bekommen im Endeffekt. So, und das war's. Wir sind Level 18 schon. Und dann würde ich sagen, für den kommenden Kampf aktivieren wir doch erst einmal unser Machtschild. Laufen schon mal hin und machen Speed. So, und dann sagen wir dem Typ da mal Hallo. Hallo, hallo. Der ist immun gegen Macht. Kriegt ein bisschen Schaden dadurch. Von daher machen wir uns keine Mühe, da irgendwie Macht zu aktivieren. Hau einfach nur drauf. Aber anscheinend kann er betäubt werden. Das bedeutet, Mischen macht mehr Schaden. Und generell ist der überhaupt gar kein Problem für uns. So, sehr schön. Ne, wenn man es nicht weiß, kommen halt noch ein paar Gegner. Aber auch kein Thema für uns. Und ach, so ein kleiner Shirak-Wurm. Nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Das ist nochmal so ein kleines Ding. So. Hier pusten wir auch weg. Die Studenten wollen in diese Richtung fliehen. Wir können da nicht durch. Also es ist kein richtiger Ausgang für uns. Aber die wollen sich da irgendwie durchgraben oder so. Die konnten es nur nicht, weil halt eben dieser Typ da im Weg war. Dieser Fettsack, der jetzt mittlerweile tot ist und verschwunden ist. Waren die Würmer sehr schnell beim Fressen. Ne, ihr seht, wenn wir hier rausgehen wollen, kommt diese Meldung, dieser Höhlenausgang führt zur unwitterlichen Oberfläche des Planeten. Das ist eine Sackgasse. Ja, und genau da wollen die Studenten raus. Die Sith-Rebellen. So, Macht können wir nicht mehr gerade aktivieren. Macht Speed, gucken wir, ob wir da hinten irgendwas übersehen haben. Macht Speed aktivieren wir gleich. Ich habe gedacht, man kriegt am Levelaufstieg auch Macht, aber ist wohl nicht der Fall. Habe ich irgendwie komplett verpeilt. Ne, hier geht es ziemlich tief runter, aber zum Glück kann man nicht runterfallen. So, hier, ne, macht Speed, jetzt geht's wieder. Laufen wir mal schnell. Unsere Macht lädt sich ja schneller auf, als Speed verbraucht ist. Dementsprechend sind wir immer super dabei. In den Überresten, was haben wir denn da gefunden? Keldromas Robe und Durons Tagebuch. Ist das nicht toll? Hier ist noch eine Leiche. So, hier haben wir nochmal einen Zeremonienpanzer der Masasi, 900 Credits und eine Kryobahngranate. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Robe an, die wir uns hier so hart erkämpft haben. Ne? Wir hatten eine normale Robe eines Jedi-Meisters. 3 Verteidigung, 8 Geschicklichkeit und das war's. Und Queldromas Robe, 5 Verteidigung, auch 8 Geschicklichkeit, aber 2 Weisheit dazu. Nur für die helle Seite gedacht. Absolut genial, diese Ausrüstung. Ziehen wir natürlich liebend gerne an. Wir haben plus 26 Verteidigung mittlerweile. Also wir sind absolut spitzenmäßig ausgerüstet jetzt. Definitiv. Und wir haben sogar noch mehr Weisheit dazu bekommen. Das heißt, wir stehen momentan hier mit 5 Weisheit. Ne? Vorher war es bei so Jedi-Robe, ne? Weisheit plus 4, ne? Wegen so. Und jetzt, weil wir 2 oben drauf bekommen haben, plus 5 Weisheit, also richtig genial. Und wir haben noch ein Tagebuch gefunden, das möchten wir uns gerne mal anschauen. Das ist irgendwo bei den Datapads gewesen hier. Ne, das hier war das Durons Tagebuch. Dieses Datapad scheint das persönliche Tagebuch des Jedi Duron Queldroma oder Duron Keldroma zu sein. Der letzte Eintrag erklärt, was er auf diesem Planeten wollte. Korriban war mein Traum. Und mein Albtraum zugleich. Hier fühle ich die Macht der dunklen Seite und spüre, dass sich einige Terentatek an diesem verruchten Ort aufhalten. Shaela und ich haben beschlossen, weiter in das Tal der Sith Lords vorzudringen, um diese Kreaturen zu finden. Ich wünschte nur, dass Gunhan noch bei uns wäre. Warum konnte er nicht einfach akzeptieren, dass Shaela und ich uns lieben? Er behauptet, dass uns die Leidenschaft auf die dunkle Seite führt. Dabei erkennt er selbst nicht, wie ihn seine eigene Arroganz und sein eigener Stolz, seine eigene Arroganz, haben wir es aber, vom Weg des Lichts abbringen. Vielleicht ist es gut, dass er uns verlassen hat, obwohl die Terentatek sehr gefährlich sind. Bin ich überzeugt, dass Shaela und ich sie auch ohne seine Hilfe besiegen können. Sah wohl nicht so aus. Shaela kennen wir ja noch, ne? Gunhans Tagebuch. Dieses Datapad stammt aus blablabla, ne? Kennt ihr ja noch hier, oder? Duran und Shaela sind ihrer Wollust und damit der dunklen Seite verfallen. Ich wollte sie warnen, ihre Liebe zu unterdrücken, aber sie haben mich beschimpft und mich beschuldigt, dass ich dem dunklen Pfad folgen würde. Ich! Also habe ich diese Narren auf Korriban verlassen.
Aber ich werde den Auftrag, den mir der Rat der Jedi gab, vollenden. Ich werde die Terentatik vernichten, wo immer ich sie finde. Angeblich lebt einer der Bestien in den Schattenlanden von Kashyyyk. Ich werde die Bestie vernichten und beweisen, dass ich weder Duran noch Shaela brauche, um diese Kreatur zu besiegen. Ja, ne, ihr erinnert euch, das war das in Kashyyyk, das Ganze. So, ich glaube, ich habe das gar nicht vorgelesen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Kann sein, dass ich es nicht vorgelesen habe. Jetzt habe ich es aber getan. Da war der Zusammenhang und hier haben wir den anderen gefunden, den Feld Romas. Wir gehen aber zurück zu den Rebellen und werden denen erzählen, dass wir den Weg frei gemacht haben. Mit unserer Allianz. Der Rebellen. Und dann haben wir hier schon mal eine große Tat vollbracht. Hallo, Talia May. Und? Gibt es Neuigkeiten? Ist der Weg frei? Natürlich, der Weg ist frei. Ihr könnt jetzt gehen. Ist der Weg frei? Können wir gehen? Habe ich doch gerade gesagt. Das, ich hätte einfach nicht mit Hilfe von einem Mitglied der Akademie gerechnet. Ich schätze, wir sind nicht die Einzigen, die nicht ganz einverstanden sind, wie die Dinge in der Akademie ablaufen. Vielleicht werden wir ja von den Jedi akzeptiert. Ich habe gesehen, wie böse die dunkle Seite tatsächlich ist. Ich könnte es versuchen. Auf jeden Fall danke ich euch erneut. Ihr habt unsere Leben gerettet. Liebend gerne. 1000 Erfahrungspunkte und helle Seitepunkte. Das war's alle Male wert. Damit stehen wir wieder richtig gut da und leuchten sogar wieder. Wir speichern nochmal kurz zwischen und verlassen dann diesen dunklen Ort. Aber mit ein bisschen Speed. So, wir müssen ja schnell sein. Geht da hier auch um was? Und zwar würde ich sagen, wir laufen jetzt Richtung das Tal der dunklen Lords. Des Tals der dunklen Lords. Hier hängt es ein kleines bisschen mit dem Nebel, aber das soll uns nicht weiter stören. Gibt aber nur sehr, sehr kurze solche Nebelpassagen. So, da wären wir dann im Tal der dunklen Lords. Die Sith-Wachen hier haben uns das ein oder andere zu sagen. Es gibt auch ein paar Kisten. Ich bin nicht euer Kindermädchen, ist das klar? Ihr betretet die Gräber auf eigene Gefahr. Ja, der raucht auch. Ich bin nicht euer Kindermädchen, so wie der da. Ist das klar? Ihr betretet die Gräber auf eigene Gefahr. Eine Marionette nach der anderen. Es gibt Hinweise, dass ich unter... Wo bleibt diese verdammte Transportcrew? Ich bin nicht euer Kindermädchen. Ja, Kindermädchen hin oder her. So, wir rauben erst mal alle Kisten aus, die es hier gibt. Sith-Student, ich glaube, die Kiste kann man nicht öffnen. Falls ihr in das Grab wollt, passt gut auf euch auf. Es ist verdammt gefährlich. So, bist du eine Transe? Warum? Was ist hier drüben? Laut Meister Yutha hat sich darin ein verrückter Killer-Droide mit einer ganzen Horde Sicherheitsdroiden. Ach, wie geil ist das denn? Jetzt stellt euch mal vor, ihr sprecht so einen an und die hat so eine Stimme. Warum tun die Sith nichts dagegen? Keine Ahnung. Vermutlich wartet Meister Yutha auf einen Studenten, der mutig genug ist, den Droiden zu zerstören. Auf den Studenten, der den Droiden zerstört, wartet vermutlich eine tolle Belohnung. Tja, bis heute hat es noch keiner geschafft. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe. Vor einer außergeratenen Kontrollen-Killer-Druiden oder von der da. Wo kommen die ganzen Druiden her? Keine Ahnung. Vermutlich baut er sie selbst. Und der Druide ist verrückt geworden, sagt ihr? Sieht so aus. Angeblich hatte er überempfindliche Audiorezeptoren. Tja, und irgendwann, peng, wenn ihr da wirklich rein wollt, solltet ihr euch ein paar Schalldämpfer oder so besorgen. Sonst sitzt ihr auf dem Präsentierteller. Ach, gar kein Problem. Geht ihr nach drinnen? Ich? Nein. Nein. Ich kann von Lebewesen manipulieren. Aber das hilft mir gegen einen Druiden nicht weiter. Ein paar Freunde von mir sind seit einiger Zeit da drin. Ich habe keine Lust, genauso zu enden. Das ist sehr klug. Gut, dann würde ich mal sagen, ich danke und gehe. Sicher. Viel Glück. Ach ja, das ist doch genial. So, dann schauen wir doch mal, was da hinten so los ist. Ich glaube, es gab nämlich noch ein paar Kisten zu looten. Und das werde ich auch tun hier. Ne? Da ist doch eine Metallkiste. So ist doch schön. Was ist denn das da vorne? Grab von Naga Sado. Da kommen wir auch noch gar nicht rein, glaube ich. Oh. Okay, wir kommen da rein. Aber wir kommen, glaube ich, nicht weit. Machen wir später. Ne, hier nochmal verbesserte Adrenalinverstärker und ein Medikit. Nehmen wir uns gleich mal mit. Und da hinten wartet die gute Lasho auf uns. Hallo, Lasho. Oh, komm, wir speichern gerade mal zwischen. So, hallo, Lasho. Da seid ihr ja endlich.
Wenn ihr noch später gekommen wärt, hätten wir das Ganze vergessen können. Ich habe die Tukata-Mutter in ihrer Sprache angerufen. Sie müsste eigentlich bald antworten. Ah, da ist sie. Kannst du mir ihre Nummer geben? Macht euch bereit. Es wird nicht leicht. Sie ist ein zähes Biest. Ja, das kann gut sein. Wir machen erst einmal ein bisschen Wind hier, und zwar auf die Königin. Zack. So. Ne, macht letztendlich gar nichts. Oh, sie ist tatsächlich betäubt, oder da hinten ist betäubt. Zähes Biest. Oh, ist ja ein zähes Biest. Wunderbar. Die Bestie ist tot. Unsere Zusammenarbeit klappt ja besser, als ich dachte. Und da ist das Holocron. So ein kleines Ding und doch so wertvoll und schwer zu bekommen. Ich werde jetzt gehen und es zu Master Uther bringen. Natürlich werde ich euren Beitrag entsprechend erwähnen. Tja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ihr habt mich doch darin bestärkt, diesen Plan durchzuziehen. Warum sollte ich mich nicht daran halten? Ganz einfach, ich würde mal sagen, ich bringe das Holocron zurück und ihr nicht. Ihr bekommt das Holocron nicht. Das war meine Idee. Der Plan war, dass ich es zurückbringe, nicht ihr. Der Plan war, dass wir beide den Ruhm ernten. Bleibt, wo ihr seid. Ich warne euch. Ich werde das hier nicht aufgeben. Genug gestritten. Wir bringen es zusammen zurück. Nur über meine Leiche. Tja, gut. Wir haben es versucht. Sie wollte nicht hören. Dann müssten wir halt über ihre Leiche gehen. Ist ja auch nicht jetzt so wild. Kriegt man halt auch mal hin. Wir machen... Oh nein, ich wollte gar keine Granate aktivieren hier. Ich wollte ja eigentlich so, hier so eine 4. Und dann noch ein bisschen draufhauen. Zack, Erfahrungspunkte erhalten. Wusch. Ne, sie ist eine Assist durch und durch. So, da haben wir 1000 Erfahrungspunkte gehalten, ein Tagebucheintrag und wir kriegen von ihr das Holocron. Ich glaube, ne, da ist es doch irgendwo, hier ist das Holocron. Ich glaube, wenn man das getan hat, ist man praktisch schon in der Lage und wenn man auch jetzt den einen Typ verpetzen würde, also, ne, den mit seinem Waffenlager, den Mandalorianer, der uns auch an, den wir in den Schlaf versetzt haben, und gibt dir noch das Holocron ab und so weiter, dann kann man praktisch schon zur letzten Prüfung gehen, ohne in eine von diesen Gräbern geguckt zu haben. Aber wir wollen auf jeden Fall in die Gräber gucken, denn das ist es auf jeden Fall wert. Hundertprozentig wert. So. Wir schauen erst nochmal, was da hinten so rumliegt, in den ganzen anderen Kisten, bevor wir da reingehen. In eins von diesen Gräbern. Hallo, Galen Lore. Oh. Seid mir gegrüßt. Ihr seid neu in der Akademie, oder? Wir haben uns auf jeden Fall noch nie getroffen. Das ist richtig. Wer seid ihr denn? Galen Lore zu euren Diensten. Sind die Grabmäler nicht faszinierend? Wir hatten ja vorher keine Ahnung, dass die Sith vor so langer Zeit hier waren. Warum nicht? Gibt es keine Aufzeichnung? Nicht aus so grauer Vorzeit. Und die wenigen Aufzeichnungen, die existieren, sind ziemlich bruchstückhaft. Die Ruinen sind noch aus einer Zeit, als die Sith zum ersten Mal gegründet wurden, bevor sie in ferne Regionen des Weltraums ins Exil gehen mussten. Es ist alles ziemlich faszinierend. Und was macht ihr hier genau? Ich arbeite an einer Übersetzung etlicher Runen in diesem Grabmal. Ziemlich aufregend. Das hier könnte wohl das Grabmal von Ajunta Pol sein. Wer ist denn Ajunta Pol? Ajunta Pol war einer der ersten großen Sith Lords. Er lehnte sich gegen seine Jedi-Meister auf und ebnete den Weg für uns andere, die in seinen Fußstapfen folgten. Die Runen besagen, dass er hier begraben wurde. Und ich frage mich, ob man sein Schwert ebenfalls hier finden könnte. Sein Schwert? Die Legende sagt, dass Ajunta Pol ein Schwert von fürchterlicher Macht erschuf. Wer es findet, würde großes Prestige erlangen. Gab es denn keine Anstrengung, es zu bergen? Ein paar der besonders tapferen Studenten haben es versucht. Sie sind nicht zurückgekehrt. Die Grabmäler sind wohl nicht ohne ihre Gefahren. Das stimmt. Und warum sind die so gefährlich? Ich habe gehört, dass es in den Grabmälern alte Fallen und Maschinen gibt, die noch immer aktiv sind. Sie wurden geschaffen, um Eindringlinge fernzuhalten. Sie erfüllen ihre Aufgabe noch immer. Ich schätze, dass das Grabmal wohl geöffnet werden würde, wenn die Akademie es wirklich wollte. Doch ich denke, dass es Master Uthar so lieber ist. Das Grabmal dient als Herausforderung für die Studenten. Ich glaube ja das noch nicht einmal. Ich glaube ja bloß, dass er die Studenten opfert, um an die Sachen zu kommen. Was wisst ihr über die Kräfte des Schwertes? Gar nichts. Die Legenden sagen gar nichts darüber aus.
Vielleicht hat es seine Kräfte nur für Ajunta entfesselt. Ajunta Pall Mall also. Gab es keine Anstrengung, warum bla bla? Warum geht ihr denn nicht hinein? Oh, die Grabmäler sind auf keinen Fall harmlos. Denkt das bloß nicht. Der Gedanke an das Schwert ist zwar verführerisch, aber ich werde bei der Suche nach dem Schwert doch nicht mein Leben riskieren. Ihr seid also ein Feigling. Nein, ich möchte Macht erlangen, so wie jeder Sith. Aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, wozu ich fähig bin. Also zu gar nichts. Warum sind die Grabmäler so gefährlich? Bla bla bla, Kräfte, Prestige erlangen? Aber sicher doch. Wenn ihr so ein Artefakt findet und es Master Usa gebt, würdet ihr bei ihm viel Ansehen erlangen. Doch ich schätze, ihr könntet es natürlich auch behalten. Das stimmt, das können wir, denn wir brauchen theoretisch nicht unbedingt die Grabmäler hier zu machen und die Schätze können wir alle behalten. Aber ich mache alles ja ein bisschen anders, wisst ihr ja schon, ich will ja alles zeigen. Kräfte des Schwertes, Bergen und dann würde ich sagen, ich muss gehen. Natürlich. Ich will euch nicht von euren Geschäften abhalten. Das hoffe ich doch. So, dann schauen wir gerade mal weiter. Hier ist nochmal eine Metallkiste zu nehmen. Da sind Teile drin und eine Kampfstimulanz. Ne, hier, nein, ich will da noch nicht rein. So. Dann schauen wir doch mal, da ist auch noch mal eine Metallkiste. Damit sind wir jetzt einmal an jedem von diesen, von den Türen vorbeigelaufen. Und wir werden auf jeden Fall noch in alle von diesen Teilen reingehen. Machen wir aber gleich. Denn vorher, ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren wir schon. Genau, da ist nichts. Vorher speichere ich nochmal kurz zwischen. So, und dann teleportieren wir uns zurück zur Ebon Hawk. Und laufen noch einmal den ganzen Weg dahin, wo wir hergekommen sind. Warum mache ich das? Ihr werdet es sehen. Machen wir doch mal ein bisschen, nein, nicht Machtschild, sondern ein bisschen Geschwindigkeit. So, ne, wir können uns hier auch immer zurück teleportieren und komplett hochheilen und dann wieder zurück teleportieren. Aber darauf komme ich später zurück. Zukünftiger Sith, hallo, du da. Wenn man zum Sith wird, kann man alles tun. Man kann spüren, wie einen die Macht durchströmt. Keiner von euch Narren kann sich mit mir messen. Bitte, Freund, wir freuen uns über euren Erfolg, aber... Erfreut? Du bist eifersüchtig. Du neidest mir meine Macht. Du denkst, du hast dieses Medaillon verdient, ja? Nun, das wollen wir mal sehen. Siehst du, ich habe die Macht, alles zu tun, was ich will. Kudu, hilf mir doch jemand, bitte! Riecherischer Tor. Als ob du dir jemals einen Platz in der Akademie verdient hättest. Ich eliminiere dich besser gleich und erspare uns allen eine Menge Mühe. Was ist das? Wie es scheint, habe ich Gesellschaft. Pass mal auf, Jedi. Ihr geht besser einfach ganz unauffällig weiter, außer ihr wollt ebenfalls von meiner Macht kosten. So, wie kann man nur freiwillig sich so etwas wie den Sith anschließen? Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass sie die Existenz dieser Frau ein Ende setzt. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Erst sterbt ihr, Mensch, und dann sie. Niemals, denn wir haben die Macht. Dann haben wir Geschwindigkeit und dann haben wir physische Angriffe. Helle Seitepunkte erhalten, juhu! So, die Macht hat ihm nicht so viel ausgemacht, dann müssen wir halt eben Speed aktivieren und draufhauen. Da kann er sein Lichtschwert so oft werfen, wie er will, das hilft ihm auch nicht weiter. Zack, das war's für ihn. Ein Sith weniger. So, wir gucken mal seine Überreste rein. Da finden wir ein Sith-Medaillon und ein Kristall, Bonda. Ich glaube, den da können wir nicht looten. Schade eigentlich. Hackcraft, den kann man vielleicht auch looten. So, kann ich mal kurz zeigen, ne? Wir haben jetzt hier bei den ganzen Gegenständen irgendwo da drinnen... So ein kleines Sith-Medaillon. Dieses Medaillon von Planeten Onyx wurde mit verschiedenen Sith-Symbolen verziert. Es ist zwar wertlos, aber unheimlich schick. Unglaublich. Zum Glück haben wir dieses schicke Teil gefunden. Dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Das ist der Grund, warum ich mich zurückteleportiert habe. Es gibt nämlich noch ein paar Dinge zu tun. Hallo, Sith-Schurken. Anführer der Sith-Bande. Seht mal, Jungs. Ich würde sagen, das sieht nach einer Menge Spaß aus. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Sith nur in der Gruppe stark sind? Diese Mistkerle. Das ist gut. Ich will meine Aufnahme in die Akademie feiern. Ich auch. Na, was ist, Kumpel? Bereit zu sterben? Ich muss nach diesen Tests unbedingt Dampf ablassen. Ich will hier keinen Kampf produzieren. Ich will keinen Kampf produzieren. Produziere mich nicht. Aber wir, reicht das nicht? Puh,
Produziere mich nicht. Ich versuche es vernünftig sein. Aber wenn ihr mich drängt, werdet ihr bereuen. Adjuta. Komm schon, lassen wir diese Versager in Ruhe. Ah, okay, gehen wir. Nochmal Glück gehabt, Fremder. Ja, ich weiß genau, wer hier Glück hatte. So, damit sieht es so aus, dass wir jetzt hier mittlerweile so ziemlich hell geworden sind. Und genau das will ich ja auch so haben. Wir speichern nochmal kurz zwischen. Zack. Und laufen weiter. Da sind wir schon mal in einer Sith-Akademie und ernten trotzdem nur helle Punkte. Hallo Bürger. Ihr gehört zu den Sith, richtig? Entschuldigung. Nein, wir gehören eben nicht zu den Sith. So, wir laufen nochmal zur Sith-Akademie. Und dann sprechen wir doch mal kurz mit dem guten Uther. Der alten Stinkesocke. Nein, okay, bringt das nichts. Komm, bringt doch was. Ein bisschen schneller sind wir dann doch. Zack, zur Sith-Akademie. Zwischenspeichern. Und dann Speed. Hallo, Uther Win. Vergiss unsere Abmachung nicht. Wir werden Uther natürlich bestehe ich die. So, ich habe mich um die rebellischen Studenten gekümmert. Ich befahl sie wegen Meuterei zu exekutieren. Wurde mein Befehl ausgeführt? Natürlich wurde er das. Sie sind alle tot. Wirklich? Wir haben in den Höhlen nur ein paar Leichen gefunden. Ob Shirak sie gefressen hat? Ist ja auch egal. Ich denke, sie haben ihre Lektion gelernt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Und nun lass mich bitte weiterarbeiten. Dann würde ich sagen, ich habe hier einen Jedi-Holocron gefunden. Interessant. Ich habe von der Existenz eines solchen Artefakts gehört. Sag mal, hast du es selbst erworben? Natürlich habe ich es. Du lügst. Aber was zählt, ist die Tatsache, dass du Erfolg hattest. Lebt Lasho noch? Nein, ich habe sie getötet. Gut gemacht. Du hast dir das Artefakt erschlichen und gleichzeitig einen Konkurrenten eliminiert. Meinen Respekt. Du hast mich überzeugt. Ich denke, du bist würdig, in die Reihen der Sith aufgenommen zu werden. Ich gratuliere, junger Mensch. Du hast die anderen bei weitem übertroffen. Doch bevor es soweit ist, musst du die letzte Prüfung bestehen. Dazu werden wir zum Grab des Nagasadu im Tal der dunklen Lochs reisen. Ruhe dich aus und bereite dich auf deinen großen Tag vor. Kehre jetzt in deine Kammer zurück und komm bei Tagesanbruch zu mir. Nimm alles mit, was du für die Prüfung brauchst, denn du wirst bei der Prüfung allein sein. Geh nun. Möge die Macht mit dir sein. So, da haben wir auch Erfahrungspunkte bekommen. Ihr habt gesehen, es ist so, ne, man kann jetzt praktisch schon die Prüfung machen und man muss gar nicht diese ganzen Artefakte holen. Allerdings möchte ich das gerne tun, deswegen werden wir doch mit niemandem reden. Ich versuche mal ganz kurz hier so ein bisschen, was sagt denn hier, sie hier? Was macht ihr hier? Geht zu Uther und sagt ihm, ihr seid für die letzte Prüfung bereit. Unser großer Augenblick ist gekommen. Geht. So, das werden wir doch nicht tun. Ich denke mal, wir können hier erstmal noch an Uther vorbei und dann noch die restlichen Dinger machen, bevor wir da reingehen. Ich will mir das zum Schluss aufheben. Also für den Schluss aufheben. So, nein, da lang ging das. Ich will erst noch alle anderen Gräber durchsuchen, wisst ihr? Bevor wir mit Uther reden und ihm Bescheid sagen. Die brauchen doch gar nicht mehr trainieren, denn wir sind ja eigentlich schon so weit. Ne? Wir haben gewonnen gegen alle anderen Sith, weil wir unheimlich gut sind. So, erst einmal laufen wir hier lang. Sobald wir da angekommen sind, würde ich sagen, teleportieren wir uns nochmal kurz zurück zu Aben Hawk und dann wieder hierher. Das ist ja das Geile, dass man sich rumteleportieren kann, wie man will. So, also, ich will alle anderen, ne, wisst ihr hier, alle anderen
Oh, hier hängt gerade ein kleines bisschen. Ich will alle anderen Tore hier will ich nehmen. Ne? Dieses Tor, dieses, das Tor machen wir zum Schluss. Das ist ja Nagasado. Dieses Tor und dieses Tor. Ich würde sagen, wir fangen hier rechts an und arbeiten uns einmal rum. Komm, jetzt hier auf zu hängen hier. So, gut. Dann würde ich sagen, beende ich genau hier an dieser Stelle die Aufnahme. Wir gehen als nächstes hier rein in das Grab von Ajunta Paul. Ajunta Paul Mall. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es gab ein bisschen mehr Action. Wir haben ein paar Sith-Rebellen gerettet, denn sie wollen weg und wir helfen natürlich jedem, der weg will von den Sith. Wir rauben als nächstes die Grabmäler aus und kümmern uns dann um die letzte Prüfung. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Aufnahmen wieder mit dabei. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn nicht, wisst ihr, schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Ich freue mich riesig über das, was ihr schreibt. Lest mir auch immer alles durch und werde auf alles antworten. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Viel Spaß bei allem, was ihr macht und bis dann. Tschüss.